Aber einfach nur das pedantische Einhalten von Werten bringt gar nichts, wenn du alle BesucherInnen vergraulst, die hier irgendwie kommen. Und immer wieder ist die richtige Heckenhöhe Thema rund um den Kleingarten. Ja? Und immer wieder erlebe ich, dass die Heckenhöhe das ist, wo die allermeisten Leute von außerhalb sagen, was ist denn das für ein Schwachsinn? Wozu gibt es denn hier auf 5 cm genaue Maße für eine Hecke? Ja, darüber kann man sicherlich streiten, wie richtig und wie wichtig das ist. Aber hier gibt es mal meine Meinung dazu. Grundsätzlich ist das nicht unwichtig, denn die Heckenhöhe wird in den Gartenordnungen zumeist begrenzt, damit die Kleingärten für die Menschen, die hier zu Besuch kommen, also egal ob aus der Anlage oder von außerhalb, damit die Kleingärten einsehbar sind, damit sie ein Erlebnis sind. Nicht nur für die Leute, die den Kleingarten selbst nutzen. Ja. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob 1,25 Meter Heckenhöhe jetzt sein müssen oder 1,50 Meter. Ich glaube, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass die Gärten einsehbar sind. Und wir haben uns da was ganz, ganz Pfiffiges überlegt. Wir haben an unserem Tor dieses Schild inklusive QR-Code. Mit dem QR-Code kommst du direkt auf den YouTube-Kanal. Und dank des YouTube-Kanals hatten wir in unserem Kleingarten allein in den letzten 7 Tagen über 20.000 Einblicke. Ja, auch wenn wir erst die letzten Tage die Hecke geschnitten haben. Und das ist auch immer ein Problem. Natürlich, Hecke wird irgendwie im Frühjahr geschnitten. Interessanterweise, ja, es gibt ja einen Vogelschutz, aber der Formschnitt der Hecke ist beispielsweise ganzjährig erlaubt. Und ja, entsprechend auch wichtig, wenn jetzt die Hecke, keine Ahnung, so weit vorstehen würde, dass hier gar keine Rettungsfahrzeuge mehr durchkommen, dann wäre das natürlich auch ein Riesenproblem. Ist aber hier niemals der Fall gewesen. Wir haben die Hecke jetzt beschnitten. Das heißt, Martin hat die Hecke beschnitten. Upsi. Jetzt wäre ich hier von Käfern angegriffen. Und jetzt hat sie wieder ordentlich Form. Und man kann auf jeden Fall auch wieder richtig schön bei uns reingucken. Aber wie gesagt, das Problem damit ist, wo ich mich eigentlich schon auch ein bisschen schwer tue, ist natürlich ist jetzt gerade die Zeit, wo die Hecken abgeblüht haben und auch immer noch Tiere hier Unterschlupf finden, um zu brüten beispielsweise. Das muss man also vorher sowieso checken. Es gibt keinen Heckenrückschnitt ohne die Bebrütung durch Vögel zu überprüfen. Ja? Das schreibt auch das Tierschutzgesetz so vor. Und wenn jetzt hier nicht das Tierschutzgesetz, sondern das Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, glaube ich. Und wenn das so ist, dann darf die Hecke auch nicht beschnitten werden. Also Fazit zum Heckenrückschnitt, für mich persönlich jedenfalls, schreibt auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ist, dass es durchaus Sinn macht, um die Kleingärten für alle Besucher in einer Kleingartenanlage erlebbar zu machen. Aber einfach nur das pedantische Einhalten von Werten bringt gar nichts, wenn du ansonsten alle BesucherInnen vergraulst, die hier irgendwie kommen, ist wichtig, aber es gibt eigentlich Sachen, die viel wichtiger sind. Ja, und während an der einen Stelle Ordnung hergestellt wird, sieht es hier im Wilden Beet richtig chaotisch aus. Richtig schön, hier fallen schon einzelne dieser Wildkräuter einfach. Oh, guck mal, da kommt ein kleines Bienchen. Och ja, die freuen sich hier alle daran, dass es hier so wunderbar blüht. Viele Pflanzen hier drin sind so viel trockenheitsresistenter gewesen, also haben die letzten Wochen, wo es ja sehr trocken war, bei uns sehr viel besser überstanden als die Gemüsepflanzen, die es zwar auch recht gut überstanden haben, aber entsprechend auch gegossen werden mussten. Also hier entwickelt sich das richtig schön. Hier haben wir noch diesen einen Ölkürbis und sag nicht, dass der jetzt die erste. Ah, nee. Doch, die hat jetzt, da ist jetzt die erste Frucht dran. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. An meinem einen Blue Banana Kürbis da drüben, da sind Früchte bisher leider nur abgefallen. Vermutlich, weil es so trocken war. Aber es hat die letzten Tage, die letzte Woche eigentlich richtig, richtig viel geregnet. Und das ist gut, das merkt man. Der Boden ist selbst heute an einem warmen Tag von
Ich glaube, wir kriegen 24 Grad, immer noch richtig schön warm. Und das ist natürlich gut. Das sorgt dafür, dass es jetzt ordentlich wächst. Ja? Und das gilt nicht nur hier im Vorbereich des Gewächshauses, wo also nicht Topinambur, sondern, weil Topinambur ist ja das hier, sondern Jakon richtig schön wächst. Also da sind die Blätter richtig saftig. Als es nicht so viel geregnet hat, immer schwierig gewesen. Da musste ich viel gießen. Dann der Rhabarber. Ich habe, als ich letztes Mal da war, abends, ja, als es hier ordentlich geregnet hat, da kamen so viele Schnecken raus. Da musste ich direkt ein paar Schnecken absammeln und an unsere Lieblingsparzellen hier in der Kleingartenanlage verzeihen. Was macht ihr mit den Schnecken eigentlich? Dann, hier wächst auch wieder irgendwas, irgend so ein wildes Kraut. Auch wieder richtig schön. Dahinter die Gurke. Kommt auch richtig gut bei dem Wetter jetzt. Und dann können wir reingehen mal ins Gewächshaus. Und da seht ihr, sieht es derzeit richtig, richtig chaotisch aus. Ja. Also, die Melonen, die Petit Gris sind das hier. Und eine war von Wern. Das war eine, ups, diese halt, ne? Die sehen ganz gut aus, haben aber derzeit noch keine Frucht ausgebildet, habe ich jetzt jedenfalls noch nicht gesehen. Das müsste aber auch demnächst kommen, hoffentlich. Aber ihr seht dazwischen auch richtig viel Beikräuter, die jetzt nicht so sinnvoll sind. Das hier zum Beispiel. Dann gibt es die Quecke, heißt das, glaube ich, dieses Grasgedöns. Werde ich heute auch mal rausnehmen. Und was ich auch rausnehmen werde, sind Tomaten. Hier haben sich Tomaten wild ausgesät. Sind insofern ein Beikraut jetzt hier in der Kombination und die gehen raus, aber die schmeiße ich nicht weg, sondern, wie ich es letztes Mal schon erzählt habe, die setze ich einfach irgendwo ins Freifeld oder vielleicht auch nochmal in den Pflanzsack, um zu gucken, wie die sich so machen. Denn warum sollte ich hier kleine Tomätchen wegschmeißen? In der Hoffnung, dass sie auch noch gut werden. Ja, also das werde ich hier aufräumen und was mich hier so von hinten piekt die ganze Zeit, das ist der Borretsch und der Borretsch soll, und das tut er auch hier, Bestäuber wie diese Bienen zum Beispiel anlocken, damit die dann ins Gewächshaus auch weiter reingehen und sich der Melonen annehmen. Ja, was hier vorne auch, es ist schon, der Eingang ist schon schön gesäumt hier, ne, mit dieser, ist das eine Malve, die sich hier von rechts reinschlängelt, ja. Und was jetzt endlich mal aussieht wie das, was es mal werden soll, nämlich eine Erdbeere, sieht gut aus, finde ich. Diese erste Erdbeere, diese hier ist noch ganz klar. Was hatten sich hier ausgesamt drin? Offensichtlich sind hier irgendwelche Samen noch mit drin. Bin ich ja mal gespannt. Ach so, ist das hier vielleicht gleich? Dieses Kraut, weiß ich nicht. Da ist noch eine Erdbeere und da auch. Die entwickeln sich richtig gut. Topinambur auch. Hier eigentlich immer noch in einem viel zu kleinen Pflanzsack. Ich weiß nicht, wohin damit. Und ich will auch keinen großen Pflanzsack damit mehr voll machen, weil ich glaube, erntetechnisch, was Topinambur angeht, werden wir dieses Jahr sehr, sehr viel in unserem Staudenbeet hier haben, wo wir auch wirklich dann entsprechend Topinambur rausnehmen müssen, weil sonst wuchert uns das den ganzen Garten zu. Und jetzt steht es gerade halt in der Mitte, aber das darf natürlich nicht irgendwo hinwuchern, wo es nicht hinwuchern soll. So. Auch abgeblüht jetzt hier sind die Lupinen und die schneiden wir ab. Den Tipp hatte ich letztens, hatten wir den, ja, den gab es jedenfalls, Lupinen sollte man abschneiden. Ich glaube, zum langen Tag der Stadtnatur, dann sparen die mehr Kraft und können sich noch weiter gut entwickeln. Hier auch immer noch kleine Sonnenblümchen. Rosen sind auch zum Teil verblüht und auch die Rosen werden dann zurückgeschnitten. Die blühen dann mehrfach, weil sie halt ihre Kraft nicht in dieses Entwickeln der Samen reinstecken. Ja, hier haben sich jetzt langsam wirklich schon die Schoten ausgebildet von den Radieschen. Das, was wir letztens schon beworben hatten, weswegen wir sie haben auch einfach schießen lassen. Und die Möhrchen entwickeln sich auch weiter. Ich will die jetzt nicht rausziehen, entwickeln sich auch weiter gut. Und hier ja eine Zucchini. Ja, als mal Experiment, ob die sich hier sehr, sehr spät ausgesät noch, ob die sich hier auch noch gut macht. Ja, diese Gurken hatte ich gerade schon gezeigt, sehen sehr gut aus. Und was richtig toll aussieht und wo ich heute ernten werde, definitiv. Das sind Kohlrabi. Das ist einer, den ich auf jeden Fall heute nehmen werde. Ich meine, das könnte man hier auch schon machen. Und vielleicht mache ich das sogar, damit hier ein bisschen Platz ins Beet kommt. Ja. Aber ich habe drüben in dem Kohlrabi-Beet auf jeden Fall auch noch viele drin. Ach, kommt, Leute. Machen wir mal die erste gemeinsame Ernte in diesem Jahr. Muss man die abschneiden oder zieht man die jetzt raus? Ich ziehe die einfach raus.
Richtig, richtig gut. Wow. Also, erste Kohlrabi dieses Jahr. Ich freue mich tierisch. Jetzt habe ich eine halbe Stunde in dem Gewächshaus gearbeitet. Oh, ey, und ihr seht, ich bin völlig durchgeschwitzt. Ja? Es ist so warm. Ich glaube auch nicht, dass es nur 36, 37 Grad sind hier drin. Es fühlt sich deutlich wärmer an. Aber ich habe jetzt Beikräuter rausgeholt und auch die ganzen Tomaten, die ich rausholen wollte, um die umzupflanzen. Hier seht ihr sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück insgesamt. Ja, da muss ich noch 6 vernünftige Plätze für finden. Bin ich gespannt, ob das auch funktioniert, auch wenn das halt Samen sind, die sich hier selbst ausgesät haben. Ich bin gespannt und werde hier, glaube ich, gleich erst noch mal kurz ein bisschen Mulch reinhauen, Gewächshausmulch. Also da nehme ich ein feines Mulchmaterial, was wir mal gekauft haben letztes Jahr schon. Und dann wird hier gewässert, denn der Boden außen ist relativ trocken, aber im Gewächshaus umgekehrt. Der Boden außen ist noch relativ feucht, weil zu viel geregnet hat, die ganze Woche eigentlich, aber im Gewächshaus logischerweise entsprechend weniger ankommt. Gerade kam noch ein netter Nachbar vorbei, der gesagt hat, hey, was habt ihr für coole Kohlrabi? Denn die hatte ich gestern auf Instagram gepostet. Also Leute, schaut unbedingt mal rein. Bei Instagram seht ihr öfter auch mal tagesaktuelle Sachen. Und da habe ich auch ein Reel gepostet mit der Frage, wonach Kohlrabi eigentlich schmeckt. Diese Frage wurde mir nämlich, nachdem ich das in der Story bei Instagram gepostet habe, gestellt aus Richtung Südostasien, also aus Richtung der Philippinen, wo, glaube ich, der Anbau von Kohlrabi nicht so gängig zu sein scheint. Es gab da auch schon ganz interessante Meinungen über den Geschmack von Kohlrabi. Tatsächlich kam mehrfach, es könnte schmecken wie so Pups. Was genau damit gemeint ist, das weiß ich nicht. Aber was denkt ihr denn so, wenn ihr den Geschmack von Kohlrabi jemanden beschreiben solltet, der noch nie Kohlrabi gegessen hat? Gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe Kohlrabi geerntet, das war richtig lecker und habe es auch auf Instagram gepostet. Was ich auch ernte, zwar nur in sehr, sehr kleinen Dosen, aber ihr seht mal hier, diese Heidelbeere scheint reif zu sein. Das probiere ich jetzt mal. Die erste von diesem Baum hier überhaupt oder Strauch. Vielleicht hätte sie noch 2 Tage gekonnt. Ich weiß es nicht, aber ich habe halt auch einfach Angst, dass die abfallen und dann ich die gar nicht essen kann. Ja, macht sich gut unsere Pflanze, würde ich mal sagen. Könnte aber noch ein bisschen süßer sein. Ja, Tomaten habe ich jetzt umgesetzt erfolgreich. In das
Außenhaus und an zwei, also an das anliegende Gewächshaus quasi und auch noch an zwei Orte mitten im Garten. Einmal hier, da steht nämlich schon eine, die habe ich letztens schon eingepflanzt. Und dann noch eine ganz spannende Stelle. Ihr wisst ja, Tomaten und Baum haben wir ja schon mal kombiniert. Ich kombiniere es aber nochmal. Und jetzt werden bestimmt alle aufschreien und sagen, das geht gar nicht, weil das ist viel zu eng. Da sind ganz viele andere Pflanzen, die die ganzen Nährstoffe wegnehmen. Ja Leute, ich mache es trotzdem. Hier ein Pflänzchen. Ich habe sogar schräg eingepflanzt, weil das letzte Mal hieß, das sollte man tun. Und eins direkt hier am Stamm neben unserer Baumtomaten. Und ja, die Chancen stehen vielleicht nicht sonderlich gut, aber Leute, ich habe ehrlich gesagt keine Idee, wo ich die sonst hinmachen sollte. Und es ist einfach ein Versuch. Jetzt schauen wir uns mal die Tomaten an, die hier im Pflanzsack am Baum stehen. Die sehen nämlich schon richtig cool aus. Also da sind schon einige dran. Wo es die größte ist, hier zu sehen. Und bei der anderen sieht man auch schon einiges. Das sind ja wohl irgendwie die gleichen Sorten, nur einmal gelb und einmal rot. Ich bin sehr gespannt. Die haben auch sehr viel Wasser natürlich jetzt bekommen die letzten Tage, dadurch, dass es so viel geregnet hat. Und dementsprechend entwickeln die sich halt auch sehr gut. Das Hochbeet haben wir hier auch noch stehen. Und da habe ich euch das letzte Mal gefragt, ob ihr auch der Meinung seid, dass man jetzt noch Sachen aussehen kann, wie zum Beispiel den Mangold. Und ja, kann man wohl. Haben jetzt viele geschrieben. Gab auch einen lieben Kommentar, wo ich mir, ach Robert, probier doch einfach aus. Im Notfall wird es einfach nicht mehr so groß. Stimmt schon, aber ihr wisst doch, ich komme gern mit euch in Interaktion und freue mich dann auch über eure Antworten. Aber ich werde jetzt auch hier noch dann entsprechend Mangold reinmachen. Ja, was hier richtig dicke aussieht gerade, ist der Bambus. Der hat auch ehrlich gesagt wirklich Wasser vermisst, also auch den Regen. Und dadurch, dass es den jetzt sehr viel gab, kommt der auch langsam wieder richtig schön. Ja, aber wie ihr seht, hier ist Platz und hier sehe ich jetzt auch bei der Aubergine schon die erste Blüte. Toi, 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 wünscht uns Glück, dass da aber auch nicht was rankommt. Und wer sich auch entwickelt hat, hier ist jetzt in den letzten Tagen der Blue Banana Kürbis. Da sieht man zwar auch wieder viele Blattläuse, aber die Marienkäfer und ihre Larven sind auch ganz viel hier unterwegs. Und ich habe irgendwo auch schon eine kleine Mini-Frucht hier gesehen. Da hinten hoffen wir mal, dass die dran bleibt. Und der macht jetzt genau das, was er auch tun sollte, sich an diesem Zaun lang rankeln. Mit ein bisschen Nachhelfen von mir, aber das sieht gar nicht schlecht aus, finde ich. Und Nachhelfen ist das Stichwort. Hier gibt es noch ein bisschen Wasser für unsere Petit Gris Melonen, die sich wohlfühlen im Gewächshaus. Und ich habe hier, wie ihr seht, jetzt auch noch mal was zum Ranken an diese Konstruktion, die ich hier entwickelt hatte, rangemacht. Also ich hoffe auch, ganze Beikräuter entfernt, die ganzen Tomaten rausgenommen. Ich hoffe, dass sich jetzt sehen, die Melonen ein bisschen mitgenommen aus, einfach weil ich daran viel rumgewerkelt habe und die jetzt auch ein bisschen zum Teil schon hochgebunden habe und in der Erde halt rumgestochert habe. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie sich sehr, sehr schnell wieder erholen werden und dann entsprechend sehr schnell mal anfangen, Früchte auszubilden. Denn ihr wisst ja, die Melonen brauchen eine ganze Weile. Ja, hier habe ich Mulchmaterial genommen. Das ist so geschreddertes Chinagras. Das haben wir schon im letzten oder sogar im vorletzten Jahr gekauft. Ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht. Das nehme ich jetzt eher für so kleinere Gebiete, für so was Feines hier im Gewächshaus. Draußen im Beet habe ich ja das ganze Kohlbeet, was ich hier schon die letzten Male gemacht habe, das habe ich ja mit unserem Wiesenschnitt abgemulcht, was auch ganz gut aussieht und entsprechend auch die Feuchtigkeit, obwohl es sehr, sehr heiß ist heute wieder und gestern auch war und nicht geregnet hat, hier dann auch entsprechend hält. Pflänzchen sind klein. Hier ja die Physalis mal zu sehen, daneben dann auch so Grünkohl, ja. Aber ich denke, sie werden sich jetzt einfach in den nächsten Tagen und Wochen hoffentlich möglichst gut entwickeln. Ach, ich habe noch eine Tomate reingesetzt, sehe ich gerade, eine Tomate an eine Stelle gesetzt, wo man sie eigentlich wahrscheinlich, wo man sagt, so, okay, das ist, kannst du vergessen, Robert, chancenlos, aber das ist nämlich hier. Hier gibt es noch eine, die dann neben ganz viel Kräutern wachsen darf und den Pflanzsäcken. Ja, bin mal gespannt. Also auch hier haben wir, wie gehabt, noch Düngermittel reingegeben. Das ist der Kleedünger, den ich da reingegeben habe ins Pflanzloch, damit es ein bisschen mehr Power kriegt. Wer hier ein bisschen langsamer ist, ist diese Petit Gris Melone. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich ja auch einfach in den Pflanzsack oder Topf in diesem Falle gesetzt, weil ich gar nicht mehr wusste, wohin damit? Wir haben so viele gehabt und die werde ich dann auch gleich nochmal gießen müssen, weil na, das ist auch noch ziemlich feucht. Hätte jetzt gedacht, dass vielleicht auch durch die
ja, oberirdisches Stehen, das ist auch wieder gut an Feuchtigkeit verloren hat. Aber das scheint hier ganz gut zu gehen. Ja, hier sieht es nach super viel die Quecke. Also hier muss wirklich auch nochmal ran, unkrauttechnisch. Da werde ich wohl heute auch mal anfangen. Glaube ich nicht alles machen, aber heute schon mal auf jeden Fall anfangen. Denn da muss ein bisschen was passieren, sonst ist die Konkurrenz im Beet einfach zu groß. Aber so richtig viel Lust habe ich heute auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber ein bisschen werde ich da auf jeden Fall noch machen. Und was auch schön und groß aussieht, sind die Kartoffeln. Und da stelle ich wie gehabt die Frage, wann müssen wir die jetzt anhäufeln? Hier nehme ich mal noch eine Sonnenblume raus. Die haben wir ehrlich gesagt wirklich jetzt genug. Wann muss man die denn anhäufeln? Aber auch witzig, dass die unterschiedlich groß sind. Viel unterschiedlich groß. Also sehr unterschiedlich groß. Dann hier wieder zwei Petit Gris, die hier draußen leben. Und dazwischen noch ein Löwenzahn, der ganz frisch aussieht. Und da ist auch noch mal diese Honeybun-Melone gewesen. Und eine Wassermelone. Sie sehen alle ehrlich gesagt ganz schön traurig aus. Aber mal abwarten, würde ich sagen. Und hier Physalis. Und das ist doch auch ein Stechapfel. Naja, haben wir ja erst geschenkt bekommen, aber irgendwie scheint er sich hier auch selbst ausgesät zu haben. Wo das wohl herkommt? Wir hatten hier einen Stechapfel drin, dort, aber den hatte ich ausgebuddelt, bevor der aussamen konnte. Eigentlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber Martin hat nicht nur die Hecke beschnitten, sondern ich habe auch zusammen mit Chris, vielen Dank, lieber Chris und Clasher an dieser Stelle, diesen Busch geschnitten, der auch schon mega hoch war, mega groß war. Und im Zuge der ganzen Abschnitte, die wir dann hatten, und weil wir das ja alles gar nicht irgendwie zum Komposthof oder irgendwas bringen wollen, weil es totaler Quatsch wäre, das zu entsorgen, haben wir die Abschnitte erstmal hier hingepackt, so als Totholzgeschichte. Aber mir kam bei dem Video von mit Horst seinen Schrebergarten, was ihr sicherlich alle gesehen habt, auch wenn es über eine Stunde ging, da kam mir die tolle Idee, auch so eine wunderbare Totholz-Venjes-Hecke zu errichten. Und meine Idee ging da, jetzt müssen wir mal hier hinten durch unser kleines Chaos durch, meine Idee ging da irgendwie in diese Richtung halt so. Also wir haben gestern schon angefangen, also Chris und ich, diese afrikanischen Hartholzstäbe umzulagern. Also die von dort rüber zu schleppen nach dort. Da ist auch so eine Stelle, wo die ganz gut hinpassen. Und dann ist das hier alles frei und dann könnte man sich hier etwas überlegen. Müsste man sich allerdings gut überlegen, auch so, dass man wirklich einmal drumherum gehen kann. Denn wir müssen ja immer auch noch die Brombeeren hier zurückschneiden können. Oder diese Hecke, die sich hier, die vom Nachbarn ist. Ja? Weil sonst würde das alles überwuchern irgendwann. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier für die Haselnuss. Und es wird natürlich auch Zeit, mit diesem afrikanischen Hartholz was anzufangen, ja, das zu nutzen. Wir haben ja hier schon wie so eine Totholzhecke gemacht, ja, und das wird auch von ganz vielen Insekten super gut angenommen. Also wird sich mal öfter mal was rumschwirren und das wäre ja quasi ein guter Anlass, hier diese Benjes Totholzhecke zu errichten. Eure Meinung dazu, Ideen, hören wir natürlich wie immer gerne. Ja, und dieses Beet, das entwickelt sich auch weiterhin gut. Ihr seht die Kartoffeln, die Martin hier gesteckt hat. Das waren normale Haushaltskartoffeln, die er zu Hause hat vortreiben lassen. Die wachsen ganz gut. Und auch die ganzen Kohle, die ich hier eingepflanzt habe, die sehen jetzt nicht mega groß aus, aber sie sind am Kommen. Jetzt muss ich mal gucken, was da auch kommt. Ist eine Brombeere, glaube ich, wieder. Die muss ich direkt mal rausziehen wieder. Und hier an der Seite hatte ich Erbsen gesteckt. Auch die kommen jetzt, weil es einfach nass genug war und jetzt Power kommt. Und der Wein kommt auch immer mehr und steht eigentlich die ganze Zeit im Weg. Und was auch die ganze Zeit im Weg steht, hier ist diese Rose, die hier so rüberlappt über den Weg. Auch der verwilderte Teil, denke ich, schneide ich jetzt einfach mal ganz frech ab. Das gleiche mache ich hier unten auch. Das nervt mich nämlich. Und da sind auch keine Blüten oder irgendwas drin. Auch ganz wichtig, apropos Blüten und Rosen, ist jetzt, ja, heißt es immer wieder bei den Gartentipps, die verblühten Rosen abschneiden, damit die halt keine weitere Energie in das Aussamen stecken, ja, weil dann blühen die auch ein zweites Mal. Und das Gleiche gilt auch für den Rittersporn zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob wir Rittersporn haben, aber ich habe den Tipp letztens gehört, Rittersporn jetzt zügig abschneiden, ja, bevor der aussamt. Denn wenn du ihn jetzt abschneidest, dann bekommst du noch eine zweite Blüte und die kann man dann ja auch zum Herbst hin, zum Winter hin, einfach stehen lassen und die samen sich dann auch wieder aus. Aber wenn du jetzt abschneidest, wie gesagt, dann geht die Kraft auch beim Rittersporn nochmal in die Ausbildung neuer Blüten
und dementsprechend hat man ein bisschen mehr davon. Diesen Tipp habe ich von Katrin Iskam, die ihr Instagram-Account Katrins Garten hat. Verlinke ich natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung und auch ganz tolle Bücher geschrieben hat. Da schaut auf jeden Fall mal rein bei ihr und dem kleinen süßen Dackel. Was sich auch immer weiterentwickelt, von mir sehnsüchtig erwartet wird, sind ja die Lauch, der Porree, der hier aufgeht, in verschiedenen Stadien zu sehen. Wunderschöne Farbe auch schon. Kleine Blütchen sind aber noch nicht auf, da sind einzelne offen. Und wenn die erstmal richtig offen sind, ach, da hat sich auch schon das erste Insekt verirrt, dann wird es hier ein richtiges Insektenspektakel hoffentlich geben. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Oh, die Himbeeren werden auch langsam, aber sicher. Da ist aber noch keine essbar, denke ich. Himbeeren prüft man ja immer so, indem man einfach mal versucht zu ziehen, ganz vorsichtig. Aber da sieht man auch schon, die ist noch viel zu hell. Die ist noch nicht gut. Aber da steht einiges an Früchten dran. Nicht zu viel. Ja, es hat ja auch einfach mal sehr wenig geregnet die letzte Zeit. Erst jetzt. Na, gucken wir mal, was da vielleicht noch bei rauskommt. Auch die Pfingstrosen können jetzt mal abgeschnitten werden. Offensichtlich. Hier entbilden sich ja diese Samen dann aus. Und ja, sie haben einfach mehr Kraft wohl, wenn man das jetzt abschneidet. Und jetzt ist es wieder, wie ihr seht, ganz schön bedeckt am Himmel. Aber ist auch ganz gut, wenn die Sonne nicht die ganze Zeit durchgängig knallt. Was ich euch aber jetzt nochmal zeige, ist unser Teich. Dadurch, dass es so viel geregnet hat, ist hier richtig viel Wasser rein. Oh, eine Libelle seht ihr lang schweben. Vielleicht komme ich nachher nochmal zu einer Nahaufnahme. Aber wir haben ja Massen an Fröschen hier drin. Schaut euch mal dieses Riesending an. Der ist wirklich riesig. Und es sind nur diverse kleinere Exemplare dabei. Unsere Seerosen kommen langsam. Da ist noch einer. Seht ihr ihn da? Seht ihr ihn? Sehr schön. Oh, da ist auch noch einer. Froschsuchen macht richtig Spaß. Naja, und die Libellen. Also Massen an Libellen auch hier bei uns auf dem Lottisteg zu beobachten. Der Wein kippt, habe ich das Gefühl, langsam so zur Seite. Mal gucken, was da noch passiert. Vorhin habe ich den so ein bisschen versucht, da so rumzuschwurbseln, dass er wieder ein bisschen dichter ans Haus rankommt und an das ganze Gerüst. Aber dann sind ganz viele der kleinen Weinbeeren, Trauben sind es ja, abgerieselt. Vielleicht auch, weil es wieder so trocken ist, ich weiß es nicht. Ansonsten sieht man auch, dass das Ranggerüst, was Martin hier gebaut hatte, sich bei dem Sturm, den Unwettern, die wir hier zuletzt hatten diese Woche, auch gelöst hat. Das muss also nochmal repariert werden. Weitere Schäden gab es zum Glück bei uns nicht. Wie sieht es bei euch aus? Hat es sehr stark gestürmt? Habt ihr Schäden bei euch im Garten feststellen müssen? Wie gesagt, wir hatten hier Glück. Bin ja auch ehrlich gesagt ganz schön froh, dass da nicht viel passiert ist. Und drücke natürlich auch für euch die Daumen, dass da alles glimpflich abgelaufen ist. Ja, das ist der Ausblick hier von unserem Steg über unseren wunderbaren Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Es drückt unglaublich doll und ich werde jetzt mal mich direkt hier unter den Schirm setzen und dieses Video schneiden für euch, damit es Montagabend online geht. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Genießt das Wetter, wenn es zu genießen ist, also nicht zu schwül, nicht zu heiß und nicht zu regnerisch. Also mir kann ja es nie zu heiß und zu schwül sein. Aber ja, ich weiß, für viele andere ist das doch auch ein Problem. Ich habe jetzt auch ins Hochbeet noch mal ein paar Sachen ausgesät. Also da waren zum Beispiel rote Beete und Mangold mit dabei. Ja, ansonsten sieht es hier, wie gesagt, wunderbar aus. Ich genieße den Garten noch ein bisschen und schneide, wie gesagt, für euch jetzt ein Video zurecht. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder hier in unserem Kleingarten in Berlin-Pankow, der richtig schön blüht gerade. Leute, schreibt einen schönen Kommentar. Auch zum Beispiel, wie Kohlrabi eigentlich schmeckt. Für jemanden, der ihn noch nie probiert hat. Bis dahin alles Gute. Tschüssi.